Hallo meine Lieben, heute mache ich zusammen mit euch meinen Adventskranz in Anführungsstriche. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich komme gerade vom Gärtner und habe mir frische Tannenwedel gekauft. Ich habe mir frisches Moos gekauft beim Gärtner und hier habe ich jetzt mal alle Utensilien bereitgelegt. Leider bin ich mit der Kerzenfarbe überhaupt nicht zufrieden dieses Jahr. Also ich weiß nicht, was dabei rauskommen wird. Eigentlich stehe ich nämlich so überhaupt gar nicht auf Bordeaux-Rot. Also es ist Bordeaux-Rot. Es ist jetzt nicht so ein Rot, wie es in der Kamera rauskommt. Aber ich versuche jetzt das Beste draus zu machen, weil wie gesagt, die Farbe, die ich wollte, also so ein schönes Beige, gab es einfach nicht. Ich bin nochmal zu Obi gefahren und so weiter. Also keine Chance. Ich versuche das jetzt einfach zu kombinieren. Ich nehme euch mit. Ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt einfach mal dran. Wir legen mal los. Als erstes schneide ich mir mal mein Grünzeug zurecht. Alles zurechtgeschnitten und jetzt fangen wir mal an. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, welchen Sand ich nehmen werde. Ich hatte euch ja in meinem Video im letzten Jahr gesagt, dass ich diese Vorrichtung bei Depot gekauft hatte. Hier waren ja so Gläser, in die man dann die Kerzen gestellt hat. Da ist mir leider eins kaputt gegangen und deshalb verwende ich das jetzt immer so. Jetzt packe ich hier Sand rein, damit die Kerzen dann einen Halt haben sozusagen. Und jetzt muss ich mich mal kurz entscheiden, welchen Sand ich nehmen werde. Und also der rote, der wird natürlich super gut passen. Habe ich jetzt aber leider nur noch so ein bisschen. Ich denke, ich werde diesen braunen hier nehmen. Und da habe ich nämlich noch eine Packung davon und ja, das werde ich jetzt mal machen. Ich probiere es jetzt erstmal zusammen mit euch aus. Ich fülle mir da quasi ein bisschen was rein und mache die Kerze drauf. Ja, doch, sieht schön aus, gefällt mir gut. Ich muss nur noch ein bisschen mehr reintun und dann passt es schon. Als nächstes drapiere ich jetzt meine Zweige hier rein. So, jetzt ist halt die Frage, ich habe jetzt das Band hier zur Auswahl, da steht Frohe Weihnachten, ist halt in Glanz und ob ich jetzt das hier drum mache, also das wäre jetzt die eine Variante mit einer kleinen Schleife oder halt dieses hier, da steht Merry Christmas, auch in Rot drauf, das ist halt mehr so Vintage-mäßig, gefällt mir allerdings auch super gut und irgendwie kann ich mich nicht entscheiden. Jetzt mache ich das einfach mal dran und schaue, wie das dann aussieht, wie das jetzt so wirkt. Und dann entscheide ich mich. Ja. Also ich glaube, das ist mir so ein bisschen zu rot, weil eigentlich wollte ich ja gar kein Rot. Ich glaube, ich bevorzuge dieses hier, weil ich wollte ja dann auch noch so ein Sternchen vielleicht hier dran machen oder hier unten dran. Das mache ich ja total gerne. Beziehungsweise, mal gucken. Also ja, weil ich ja viel mit Silber eigentlich habe. Also mal gucken. Ich glaube, ich nehme lieber diese hier. Ja, so machen wir es.
So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen mit Kugeln bestücken. Ich hatte mir mal diese hier gekauft. Die würden natürlich wunderbar zu dem Sand passen. Oder diese hier zum Beispiel, die sind so ein bisschen marmoriert, wenn ihr das sehen könnt. Die finde ich auch sehr, sehr edel. Aber ich stehe ja total auf Silber und deswegen habe ich ja jetzt auch noch die silbernen Sternchen hier mit eine Klebepistole angeklebt. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, ob ich diese Kugeln hier so hintrapiere oder ob ich halt die andere Farbe nehme. Da bin ich jetzt noch so ein bisschen unschlüssig. Deswegen probiere ich das immer so ein bisschen aus. Ich lege mir das halt so hin und dann schaue ich so im Gesamten, wie es mir gefällt. Also mir gefällt ja diese Kugel hier auch wahnsinnig gut. Die habe ich mir letztes Jahr reduziert gekauft, denn die kostet sage und schreibe 4 Euro. Ich habe dann die Hälfte bezahlt und wie ihr sehen könnt, hat die hier nochmal so Steinchen aufgeklebt. Also die ist ganz, ganz edel. Ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht nur die sie hier dann so hinzulegen, hinzudrapieren. Und da bin ich jetzt noch so ein bisschen am Überlegen. Ich probiere jetzt noch so ein bisschen rum und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch so einen Pilz. Der ist ja auch Silber, den könnte man jetzt hier zum Beispiel so am Eck hindrapieren, wobei ich da sagen muss, dass mir das fast ein bisschen zu viel wird. Also ich muss da jetzt ein bisschen aufpassen. Ich habe so viele schöne Sachen und kann mich einfach nicht entscheiden. Ich habe dann hier auch noch so Engelshaar zum Beispiel oder was ich noch total gern mache, diese Aufkleber hier drauf zu machen, hier an die Ecken zum Beispiel. Also das werde ich jetzt auf jeden Fall machen, das gefällt mir nämlich total gut, wenn da so kleine Schneeflocken drauf sind noch, weil es glitzert auch schön. Und ich mache jetzt mal weiter. Die Lücken noch ein bisschen mit diesen grünen Zweigen hier auf und ich würde sagen, zum Endergebnis hole ich euch dann noch mal dazu. Hier sitzt mein Ergebnis und ich muss euch sagen, dass es mir doch sehr gut gefällt. Eigentlich wollte ich ja silber- bzw. cremefarbene Kerzen haben, aber dieser Mix aus Vintage und silberschick gefällt mir doch jetzt sehr, sehr gut. Und das ist also mein Endergebnis. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!